Hi, in dieser Woche werden wir uns damit beschäftigen, wo ihr eigentlich selbst herkommt, was die digitalen Medien angeht. Wie eure Bildungsbiografie ausgesehen hat, die euch letzten Endes hier ins Studium geführt hat. Das heißt, ich möchte euch dazu anhalten, einmal zu reflektieren, wie ihr in eurer eigenen, ja, Werdensgeschichte die digitalen Medien betrachtet, genutzt habt und wie ihr heute dazu steht. Und geht dazu tatsächlich zurück und versucht zu schauen oder euch zu erinnern, wie war das vielleicht im Kindergarten, in der Grundschule, in der weiterführenden Schule und dann bis hinein ins Studium und euch jeweils zu fragen, ob der Einsatz von digitalen Medien, wie er denn dort stattgefunden hat, sofern er stattgefunden hat, ob der sinnvoll war und wenn ja, warum? Oder ob das vielleicht nicht ganz so gut war und wieso dann nicht. Und es hilft vielleicht, sich immer in Erinnerung zu rufen, dass euer Berufsziel ja sein wird, selbst irgendwann Bildungskontexte oder Bildungsprozesse zu gestalten. Und eine schöne Leitfrage könnte dabei sein, hätte ich als meine eigene Lehrkraft das damals zum jeweiligen Zeitpunkt genauso gemacht oder hätte ich es anders gemacht? Und dann eben jeweils eine Begründung dafür müsst ihr oder sollt ihr liefern. So solltet ihr euch überlegen. Und ich halte euch dazu an, auch euch darüber auszutauschen. Gerne auch in zum Beispiel den sozialen Medien, also im öffentlichen Raum, mit Freunden, Bekannten, eurer WG, den Eltern, wie auch immer, früheren LehrerInnen, wenn ihr mit denen noch in Kontakt steht. Also nutzt wirklich die Möglichkeiten, die euch das Internet da bietet, um mit der Welt über diese Themen in Austausch zu kommen. Denn das ist ein zentraler Punkt dieses Seminars, dass wir vernetzt über diese digitalen Wege mit anderen Personen in Austausch kommen. In ganz vielen der nächsten Sitzungen werden wir Material anschauen, anhören, durchlesen, bei denen die jeweiligen Urheber bzw. Urheberinnen, also AutorInnen, in der Regel auch auf einem der sozialen Netzwerke, meistens Twitter, unterwegs sind. Und es ist eine wirklich sehr gute Möglichkeit, oder eine sehr schöne Gelegenheit, sich über diese Netzwerke tatsächlich auch mit denjenigen Leuten zu verbinden, von denen wir Material, ja, rezipieren. Denn es war nie in der Geschichte leichter, tatsächlich mit ExpertInnen aus dem eigenen Fach so leicht in Kontakt zu treten. Und auch da nutzt diese Möglichkeit, das zu tun. Ich glaube, dass ihr auf jeden Fall davon profitieren könnt. Und dass wir auf dem Wege einen ganz guten Anschluss finden, um letzten Endes die Relevanz dieses Themas nochmal hervorzuheben. Denn ihr werdet feststellen und ihr braucht euch nur umschauen, die digitalen Medien, sei es jetzt in Form von Smartphones oder von Webseiten, Blogs, sozialen Medien und so weiter und so fort, sind ja heutzutage in unserer Gesellschaft beinahe omnipräsent. Und sie werden natürlich auch in der Bildung eingesetzt. Und ein Einsatz in der Bildung sollte aber immer möglichst reflektiert und fundiert stattfinden, sodass es ganz gut ist, wenn ihr auf diesem Wege euch einmal mit euch selbst beschäftigt, wie ihr eigentlich dazu steht und vielleicht auch ein Stück weit ergründet, warum ihr so zum Einsatz digitaler Medien steht. Und darüber sprechen wir in der nächsten Sitzung und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.